So Leute, und weiter geht's mit Let's Play Secret of Mana. Wir sind in der letzten Folge in diesem Zwergendorf angekommen und wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um, denn großartig erkundet haben wir hier noch nicht. Wir sind eigentlich nur kurz reingegangen, um zu speichern, weil ich ja auch die Folge irgendwann beenden wollte. So, was hast du denn? Wir haben hier ständig kleinere Erdbeben. Oh, ich merk's. Da, schon wieder. Ja, gut. Sehr schön zu wissen. Das scheint ein Händler zu sein. Wie kann ich dir helfen? Na, wir haben genug Geld, um mal wieder ordentlich einzukaufen. Das können wir uns mal kurz komplett holen. Heilkräuter, da können wir bestimmt auch welche von gebrauchen. Die kosten 150, die Lebenswasser. Ich weiß gar nicht, die Kleidung hier. Ich hole mir mal zwei. Also zwei Lebenswasser. So, dann, ja, wär's das erstmal und wir können erstmal wieder abhauen. Ups. Wir haben jetzt noch 700. Das reicht eigentlich. Denke ich. Aber mal sehen. Was haben wir denn hier? Gehen wir mal erst rechts hier lang. Willkommen im Zwergendorf. Warst du schon in unserem Theater? Die nächste Vorstellung beginnt schon in wenigen Minuten. Sieh sie dir an. Oder sieh es dir an. Okay, das scheint der älteste gewesen zu sein. Und das Theater ist dann wahrscheinlich hier. Warum auch immer es so abgelegen ist. Treten Sie ein. Das weltberühmte Zwergentheater heißt Sie willkommen. Gleich geht's los. Der Eintritt kostet 50 Goldmünzen. Was? Nö. Dann eben nicht. Na, schade. Ich habe auf Rabatt gehofft. Na gut, dann wird das leider nicht der Fall sein. Manchmal ist es ja so, dass man dann ein bisschen Rabatt bekommt. So, ja, okay, dann machen wir halt die Hälfte oder so. Aber, okay. Jetzt haben wir halt die 50 Goldmünzen. Ruhe bitte. Naja. Meine Damen und Herren, sehen und staunen Sie. Ein gelber Progepuschel. Oh, was für eine Seltenheit. 10 gestandene Männer haben viel Mühe gehabt, diese Bestie einzufangen. Er kann sogar Pogo tanzen. Ach was. Und jetzt etwas fürs Herz. Die traurige Koboldin. Viel Spaß beim Mitweinen. Ich bin so traurig. Ja. Es ist eine Tragödie. Das kleine Koboldmädchen hat eine seltsame eine seltene Krankheit. Das einzige Medikament, das ihnen noch helfen könnte, kostet jedoch 500.000 Goldmünzen. Jetzt arbeitet sie Tag und Nacht, um das viele Geld zu verdienen. Verehrtes Publikum. Helfen Sie ihr. Selbst 100 Goldmünzen würden schon reichen. Nein. Das meinst du nicht ernst, oder? Bitte, hilf ihr. Na, okay. Geben wir halt 100 Goldmünzen. Hab Dank. Damit werde ich wieder gesund. Vielen, vielen Dank. Ob es das wert war. Schauen wir nochmal hier vorbei. Und wie war ich? Überzeugend, oder? Der Typ hätte fast geweint. Ich war aber auch nicht schlecht. Wir sind ein gutes Team. Was? Was geht denn hier vor sich? Ah, ein Spion. Er hat alles gehört. Also wir... Sie braucht das Geld wirklich, die Arme. Sie kommt aus der Kobold-Siedlung im Hochland. Eine Flut hat sie angeschwemmt. Wir wollten ihr nur Geld für einen Heimflug besorgen. Schlau, oder? Komm, gib ihr sein Geld zurück. Gib ihm sein Geld zurück. Das ist ja langweilig. Spielverderber. Hier hast du dein Geld wieder. Oh, sogar die 50 für den Eintritt. Was macht ihr jetzt? Tut uns leid. Wieso? Mir nicht. Ach, die Olle, ey. Hat uns voll über den Tisch gezogen. Natürlich kostet das Medikament nicht 500.000. Und die Reise auch nicht. Naja, egal. So, wir waren noch nicht überall. Denn hier links ging es auch noch weiter. Hier sind auch noch ein paar andere Kobolde. Irgendwo hier unter der Erde befindet sich der Lava-Tempel. Da wollen wir auch noch hin, später. Hier oben haben wir noch eine letzte Tür. Hier haben wir sogar die Waffen noch rausgeholt. Sei gegrüßt.
Das ist ja mal interessant. Kann ich das... Kann ich mal dein Schwert sehen? Ich bin Berti, der Schmied. Willst du ein neues Schwert? Ja, klar, warum nicht, ne? Okay, gib her. Das hat uns ebenfalls 100 gekostet. Fertig, hier hast du ein neues Schwert. Es ist wunderschön. Aus welchem Metall ist eigentlich dieses Schwert? Ist dieses Schwert eigentlich... Es ist so edel. Och, was passiert hier? Mein Hammer beginnt plötzlich zu glühen. Langsam geht mir ein Licht auf. Dein Schwert muss das Mana-Schwert sein. Und die Energie deines Schwertes ist auf meinem Hammer übergegangen. Toll. Da versuche ich jetzt eine Mana-Axt zu schmieden. Komm noch später wieder. Ah, sehr geil. Genau die brauchen wir doch. Hier geht's nicht weiter. Wir haben jetzt unser Schwertorb benutzt. Für 100 Goldmünzen wurde unser Schwert jetzt aufgewertet. Wir können es also jetzt offiziell auf Level 2 aufleveln. Wenn wir damit jetzt also weiterkämpfen. Oh, schon wieder ein Erdbeben. Was zum? Was ist das? Das ist was? Scheinbar das hier. Ah, scheiße. Hat's mich voll erwischt. Okay. Na gut, vielleicht kriegen wir das Viech. Sieht aus wie so eine Tropenpflanze. Na komm her. Na komm, lad schnell auf. Ah, jetzt habe ich diese Ranke da erwischt. Ah, und nochmal direkt einen drauf bekommen. Sehr gut. Kann man die Ranken jetzt zerstören? Kriegen auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob die kaputt gehen können, wirklich. Ja, jetzt wird sie auch übelst erwischt. Ne, Bonbon lohnt sie noch nicht. So. Ich komme immer noch mit den Tasten durcheinander. Das ist echt... bisschen doof. Eine Ranke wurde scheinbar zerstört gerade. Und die jetzt auch, okay. Warum auch immer. So, komm, treffen wir die. Ja, es ist 43, ja. Ich habe auch ein bisschen was abbekommen, aber... Aua! Gut, da muss ich mich jetzt heilen, auf jeden Fall. Kann sie mich mal heilen. Ich glaube, sie zu heilen lohnt noch nicht. Auch wenn sie jetzt nicht ganz so viel aushält. So, so langsam müsste er aber jetzt mal down gehen. Im Übrigen unser zweiter Bosskampf. Also die Ranken sind schon mal weg. Scheinbar dauerhaft. Ist schon mal ein großer Vorteil. Das ist doch doof, ey. Okay, jetzt braucht sie auch wieder ein bisschen Hilfe. Ich lade schon mal auf. Und dann holen wir mal so zum letzten Schlag oder so aus. Ganz schade. So, jetzt vielleicht. Immer noch nicht. Dieser springende Kürbis, ey, der macht mich ganz verrückt. Jetzt können die anderen Zwerge ja auch mal uns zur Hilfe beistehen. Ja, ich muss ein bisschen später angreifen, die Pflanze da. Dann wird das nichts. Und da haben wir sie besiegt. Sehr gut. Und sie zerfällt in viele Einzelteile und ist schließlich dann weg. Und weiter geht's. Lanzenorb erhalten. Ich danke dir. Übertreib nicht so. Er wird noch eingebildet. Sei endlich still. Es tut mir leid. Sie hat ihr Gedächtnis verloren, als sie hier angeschwemmt wurde. Wahrscheinlich hat sie auch vergessen, was gutes Benehmen ist. Dein Gelaber geht mir auf die Nerven, alter Giftzwerg. Tropicalo muss einen Durchgang aus dem Lava-Tempel gefunden haben. Ah, das war also Tropicalo.
Mit dem Mana-Samen dort könnte man die Amnesie der Koboldin heilen. Was? Egal, auf zum Lavatempel. Okay, aber nicht alleine. Es gibt dort zu viele Monster. Würdest du die kleine Koboldin in den Lavatempel begleiten? Ja, gut. Mach mal. Das ist sehr nett von dir. Ja, ne? Hey, alte Socke. Alte Socke? Ich heiße Luxi. Okay, okay. Gib mir am besten auch einen Namen. Gib der kleinen Koboldin einen Namen. Ja, da kommen wir auch zum dritten Mitglied in unserer Gruppe. Und ich habe wieder überhaupt nichts vorbereitet für den Namen. Was lustig ist, ist, dass der... Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht den Falsches erzähle. Aber in Japan ist es, glaube ich, ein Mädchen. In Deutschland auch oder in Europa. Und in Amerika ist es ein Junge offiziell. Kann aber auch sein, dass ich jetzt Amerika und Japan vertausche. Auf jeden Fall war das irgendwie so. Wie nenne ich die denn jetzt? Also hier ist es auf jeden Fall ein Mädchen. Ich würde es ja mal nicht einfach ganz stumpf Koboldin nennen. Ist auch fies, oder? Mir fällt aber sonst nichts ein. Ich guck gerade irgendwie auf die Buchstaben und überleg, ob mir da irgendein guter Name zu einfällt. Aber irgendwie... Boah, ich bin ja echt scheiße und sowas, ne? Namensgebung war noch nie so mein Ding. Oh, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche ja irgendeinen guten Namen. Ja, was machen wir denn jetzt? Und, wie war euer Tag so? Nein. Scheiße, das gibt's doch nicht. Mir fällt kein ordentlicher Name ein. Maximal 6 Buchstaben. Ich will es jetzt auch nicht so scheiße benennen oder so. Ich weiß auch nicht mehr den offiziellen Namen, scheiße. Ach, wisst ihr was? Ich nenne jetzt einfach mal Jana. Warum gerade sonst nichts Besseres einfällt. Und ich auch irgendwie mal weitermachen muss hier. So, und B-Klopf. B-Klopf. B-Knopf, wo ist denn der? Auf Y nicht, sondern auf S auch nicht. Ach da. Jana, was soll das denn für ein Name sein? Klingt wie eine Krankheit. Jana schließt sich an. Ja, okay. Viel Glück. Den Lava-Tempel erreicht ihr durch das Loch dort. Tura hat den Tempeleingang jedoch durch einen Lavasee versiegelt. Am besten besucht ihr Tura in ihrem Schloss, damit sie die Lava wieder beseitigt. Früher war Tura eine gute Hexe. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Geht nach Norden in das Hexenwäldchen und sucht Turas Schloss. Hier habt ihr noch eine neue Waffe. Pfeil und Bogen erhalten. Nice. Da fällt mir ein, Berti, der Schmied, hat dich schon gesucht. Wir haben jetzt direkt auf einen Schlag 3 neue Waffen bekommen und 2 neue Waffen-Orbs. Das Ding ist nämlich, unsere Koboldin Jana hat jetzt einen Bumerang automatisch dabei. Und wir haben jetzt eben noch den Pfeil und Bogen bekommen. Und wir bekommen jetzt noch den Dingens. Die Axt. So, holen wir uns mal eben ab. Es ist seltsam. Ich schaffe es nicht, eine Mana-Axt zu schmieden. Es ist ein schöner Bumerang. Warte. Oh, ein schöner Bumerang. Warte. Ich glaube, halte mal diese Axt.
Ah, wie ich vermutet habe. Die Mana-Energie wirkt erst in deinen Händen. Nur in deinem Besitz wird diese Axt zur Mana-Axt, eine mächtige Waffe. 100 Goldmünzen gehört sie dir. Ja, klar. Es gibt noch mehr Mana-Waffen zu finden. Bring sie zu mir, damit ich sie erneuern kann, sofern du einen Waffenort gefunden hast. Und jetzt zeige ich dir einen Geheimgang nach draußen. Den haben wir schon gerade gesehen. Ah, da ist er weg. Bis bald. Nee, noch nicht ganz. Ich gehe mal noch mal ganz kurz raus. Und noch mal schnell rein. Ja, wir haben ja noch einen Lanzenort bekommen. So. Welche Waffe soll erneuert werden? Da hätten wir noch die Lanze zur Verfügung. Die können wir jetzt für 200 Münzen aufwerten lassen. So, und zack, sieht die schon ein bisschen anders aus und ist es eine Eisenlanze. So, was wir jetzt machen ist, wir geben jedem irgendwie eine neue Waffe oder sonst was. Ich kriege jetzt erstmal die Axt, die ist am wichtigsten. Zunächst einmal. So, dann bekommt sie, ja gut, die Lanze kann sie eigentlich noch behalten, weil sie die jetzt noch weiter leveln kann. Und sie kann den Bumerang auch noch behalten. Wobei ich, ich komme mit den Tasten ein bisschen durcheinander immer noch. Wobei ich den Pfeil und Bogen besser finde. Gut, eine Sache möchte ich aber noch eben machen. Zumal ich glaube ich dann auch erstmal die Folge wieder beenden kann. Ich will aber eben, da unten ist dieser Durchgang, von dem gesprochen wurde. Ich will mal ganz kurz schauen, was wir denn für Ausrüstung haben und was wir vielleicht für Ausrüstung gebrauchen könnten. So, was hat sie denn jetzt zum Beispiel an? Achso, das können wir auch so sehen. Sie hat eine Schlachtrobe, die sieht eher aus wie so ein Blattkleid oder so. Und zwei Bronzeketten, okay. Dann lass mal sehen. Was hat er denn so für uns? Hier haben wir schon mal eine Puschelmütze. Die können wir der Koboldin kaufen. Hier haben wir ein Eisenhelm für uns. Die Schlachtrobe brauchen wir nicht. Hier haben wir noch Armbänder, die können wir gebrauchen. Wobei Kraftarmbänder besser sind. Man kann es natürlich immer ganz gut sehen. Je höher der Preis, desto besser ist auch die Ware. Kaufen wir uns davon mal zwei. Dann machen wir das erstmal so, wir hauen ab. Nee, erstmal nichts. So, dann kleiden wir uns jetzt mal ganz kurz um. So, wir haben jetzt das Teil, das gibt uns direkt mal 5 Verteidigungspunkte mehr. So, das bringt uns mal 4 mehr. So. Ne? So, die Puschelmütze kann sie nicht aufziehen. Das Stirnband auch nicht. Da bleiben wir also beim Altbewerten. Und wie viel Rüstung hat das eigentlich? Ja, steht da nicht. Gut. Sie kriegt außerdem dann auch erstmal das Kraftarmband. Da können wir die beiden anderen also schon mal verkaufen. Kriegen dann eventuell noch genug Geld rein für das andere Kraftarmband. Ja, nee, hier können wir auch noch was verkaufen, nämlich das Stirnband. Für 32 immerhin. So, und die können wir auch noch verkaufen für 60 das Stück. Also können wir auch noch ein Kraftarmband holen für die Koboldin. So, noch etwas. Ja, wir wollen noch etwas kaufen, und zwar ein Kraftarmband. So, und damit sind wir jetzt erstmal, ich glaube, fast vollständig ausgerüstet. Man hätte sich diese Kettenweste, glaube ich, noch holen können. Dornweste ist auch noch relativ gut. Die werden wir jetzt aber erstmal nicht brauchen. Und ansonsten können wir ja jederzeit wieder zurückkehren, so ist es ja nicht. Und wenn es dann nur offscreen ist. So, ich habe jetzt schon alles angezogen, das ist Quatsch. So, hier. Es gibt auch mal direkt 5 Verteidigungspunkte und sie kriegt auch das Armband noch für 4 mehr. Gut. Dann wäre es das soweit erstmal. Dauert immer ein bisschen das Vergleichen und alles. Zumal man jetzt noch nicht immer weiß, was man gerade anhat und was nicht. Ich gehe ins Hotel, speichere erstmal. Und dann wäre es das für diese Folge. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Die Koboldin ist uns beigetreten. Boah, wir können jetzt gerade noch so eine Übernachtung leisten. Haben den Tropicalo besiegt und wie sie schläft. Und können uns jetzt mit der Axt auf den Weg zu Turas Schloss machen. Da wir da ja eine Axt brauchten. Und mit dem Turas Schloss können wir dann zum Lava-Tempel und dann irgendwann halt
so weitermachen, wie wir eigentlich geplant hatten, weiterzumachen. Spielstand speichern wir, und zwar auf den unteren Spielstand. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Secret of Mana wieder. Also, bis dahin. Ciao.